Tune in. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Barbara Schuppler und ich bin von der Technischen Universität Graz. Heute erforschen wir gemeinsam unsere Sprache. Ich möchte nun Sprachforscher Lukas Lux und Akustikerin Luisa Lux begrüßen. Luxe sind besonders gute Forscher und Forscherinnen im Bereich Sprache und Akustik, da Luxe gut hören und gut beobachten können. Außerdem sind Luisa und Lukas ausgestattet mit modernster Technik. Schaut genau hin, womit sind Lukas und Luisa ausgestattet? Mikrofon zum Aufnehmen von Sprache, einen Computer, auf dem die Sprache gespeichert und sichtbar gemacht wird, und gute Kopfhörer. Gemeinsam arbeiten wir an der Frage, wieso verstehen wir Menschen einander, wenn wir miteinander sprechen? Wir haben alle das Sprechen von verschiedenen Personen gelernt. Und ihr habt mich zuvor noch nie gehört. Trotzdem versteht ihr mich und ihr versteht euch untereinander. Wir alle haben eine etwas andere Stimme. Die Stimmen sind so unterschiedlich, sodass wir sogar allein an der Stimme einen Menschen erkennen können. Wenn zum Beispiel eure Oma am Telefon ist, erkennt ihr sie, obwohl ihr sie nicht seht. Unsere Stimme ist genauso einzigartig wie unser Fingerabdruck. Wie funktioniert es nun, dass wir alle einander verstehen, auch wenn wir uns noch gar nicht kennen? Sprache wird im Mund erzeugt. Dabei brauchen wir unsere Stimmlippen, unseren Gaumen, die Zunge, die Lippen und auch die Nase. Die munderzeugten Laute verlassen den Mund und diese breiten sich als Schallwellen aus. Diese Schallwellen sind unsichtbar. Sie kommen durch die Luft zu den Ohren und ihr hört sie dann. Wenn nun ein anderer Mensch diese Schallwellen hört, lösen die Schallwellen Impulse im Ohr aus. Diese Impulse sind Signale, die dann an das Gehirn weitergeleitet werden. Wenn diese Impulse im Gehirn ankommen, könnt ihr etwas hören. Das Gehirn lernt im Laufe des Lebens den Zusammenhang der Impulse und der Bedeutung der Wörter und speichert alles ab. Die Bedeutung der Wörter sagt uns also unser Gehirn. Und wir verstehen. Hallo! Warum? Das ist die Frage beim Forschen. Warum verstehen wir Hallo und hören nicht einfach ein Rauschen oder eine Trompete? Woher weiß ich, was ich höre? Viele Leute beschäftigen sich mit Sprache. Ärzte und Ärztinnen mit dem Gehirn, Psychologen und Psychologinnen damit, wie wir uns Sprache merken. Die Schallwellen werden mit dem Mikrofon aufgenommen und können dann am Computer untersucht werden. Und dann schauen die Schallwellen am Bildschirm so aus. Lukas und Luisa Lux sind um die Welt gereist und haben die Schallwellen vieler Sprachen erforscht. Sie haben herausgefunden, es gibt über 6000 unterschiedliche Sprachen. Jedoch sprechen die meisten Menschen auf der Welt nur eine von den 50 häufigsten Sprachen. Diese sind auch gut dokumentiert. Das heißt, wir wissen viel über ihre verschiedenen Eigenschaften. Lukas und Luisa interessieren sich vor allem für ihre akustischen Eigenschaften. Alle Sprachen können wir aufnehmen und dann die einzelnen Laute, aus denen die Wörter bestehen, anhören. Das Wort Hallo, von dem wir das Sprachsignal hier sehen, besteht aus den Lauten H, A, Ö, und O. Gemeinsam ergibt das Hallo. Diese einzelnen Laute sind in allen Sprachen sehr ähnlich, nur sie werden in jeder Sprache anders zusammengesetzt. Mit Lukas und Luisa Lux werden wir nun gemeinsam unsere Sprache erforschen. Wenn ihr bereit seid, geht es dann auch schon los. Ihr benötigt einen Computer und öffnet darauf einen Browser. Auf dieser Seite findet ihr 5 Stationen, in denen ihr eure Sprache erforschen könnt. Dann auf zu den Stationen. Die erste Station heißt Sag mir einen Zungenbrecher. In dieser Station könnt ihr einen Zungenbrecher aufnehmen und dann auch eure Aufnahmen anhören. Sucht dazu in der Gruppe einen Zungenbrecher oder ein besonders schwieriges Wort auf Deutsch oder in einer anderen Sprache. Dann übt den Zungenbrecher oder das Wort so lange, bis ihr es alle richtig gut sagen könnt. Nehmt dann den Zungenbrecher auf.
How much would the woodchuck chuck if the woodchuck could chuck wood? Mit diesem Link kommt ihr zu allen Zungenbrechern, die ihr dann gemeinsam anhören und vergleichen könnt. Erforscht, was besonders schwierig auszusprechen ist und welche Laute allen gut gelingen. Die nächste Station ist, wir hören nicht alle alles gleich. In dieser Station geht es darum, dass wir auch wenn wir die gleichen Schallwellen hören, doch nicht alle die gleichen Laute hören. Dabei gibt es kein richtig oder falsch, wir sind nun mal alle verschieden. Jede und jeder in eurer Gruppe kann sich jedes Beispiel einmal anhören und anklicken, welchen Sprachlaut er oder sie gehört hat. Wenn ihr das Ohr von Lukas Lux anklickt, könnt ihr ein Beispiel anhören da. Und anklicken, welchen Sprachlaut ihr gehört habt. Wenn ihr auf Ergebnisse klickt, seht ihr, was andere bei diesem Beispiel gehört haben. Hier seht ihr, dass bei diesem Beispiel 9 Kinder Ga verstanden haben und 6 Kinder Da. Wir hören nicht alle alles gleich, es gibt kein richtig oder falsch. Die nächste Station ist, wir hören Dinge, die nicht gesagt wurden. Wenn ihr auf Luises Kopfhörer klickt, könnt ihr euch einen Satz anhören. Es fehlt jedoch ein Wort. Welches Wort fehlt? Hört euch das Wort an. Messer, Gabel, Schere sind für kleine Kinder nicht. Und? Tippt das Wort, das ihr verstanden habt, in die Antwortbox. Unter Ergebnisse erfahrt ihr, welches Wort die anderen verstanden haben, da wir hier nicht nur einzelne Laute hören, wie bei der letzten Station, sondern ganze Worte, hören wir eher das Gleiche. Wir versuchen den Satz so zu vervollständigen, dass er für uns Sinn macht. Wir hören manchmal Dinge, die der andere gar nicht gesagt hat, sondern die wir nur gedacht haben. Manchmal kommt es dadurch zu Missverständnissen. Die nächste Station ist, was denkst du, wie fühlen sie sich? In dieser Station geht es darum, dass wir, auch wenn wir die gleichen Worte sagen, auch zeigen können, wie wir uns fühlen. Die Sprache spricht nicht nur mit den Worten, sondern auch mit der Sprachmelodie. Was hörst du? Wie fühlen sich die Sprecherinnen, die du hörst? Jeder in eurer Gruppe kann sich jedes Beispiel einmal anhören und ein Smiley anklicken. Was hörst du? Wie fühlt sich Lukas? Hört das Beispiel an und klickt auf das Smiley, das zur Stimme passt. Schwimmen mag ich lieber als Radfahren. Wählt, ob sich Lukas traurig, verärgert oder fröhlich fühlt. Wenn ihr auf Ergebnisse klickt, erfahrt ihr, was die anderen denken, wie sich Lukas fühlt. Ihr werdet sehen, dass ihr euch bei manchen Beispielen sehr einig seid, bei anderen nicht so. Manchmal ist es einfacher, die Gefühle zu hören, manchmal schwieriger. Von dieser Station lernen wir, dass nicht nur allein, was ich sage, zählt, nicht allein die Worte, die ich sage, sondern auch, wie ich diese sage. Die nächste Station ist, unsere Augen hören mit. Der Sprachforscher und Psychologe Harry McGurk fand im Jahre 1976 heraus, dass wir Sprachlaute anders hören, wenn wir auch den Mund des anderen dabei anschauen. Unsere Augen hören mit, denn während wir die Schallwellen mit den Ohren hören, betrachten die Augen dabei die Lippen. Unser Gehirn kombiniert die Information von Augen und Ohren. Höre dir zuerst das Video mit geschlossenen Augen an und klicke an, was du gehört hast. Dies ist ein Beispiel einer optoakustischen Täuschung des McGurk-Effekts. Baba. Höre dir dann das Video mit offenen Augen an und klicke an, was du gehört hast.
Dies ist ein Beispiel einer optoakustischen Täuschung des McGurk-Effekts. Baba! Unter Ergebnisse siehst du, was die anderen gehört haben. Wie du siehst, haben mit geschlossenen Augen die meisten Kinder gehört, dass Baba gesagt wurde. Und das ist auch, was tatsächlich gesagt wurde. Wenn wir aber das Video anschauen, verstehen wir Da-Da, da die Augen wahrnehmen, dass sich die Lippen nicht schließen, wie es für Baba notwendig wäre. Unsere Augen hören also mit. Wir danken euch fürs Zuschauen und Zuhören. Viel Spaß beim Erforschen der Sprache. Tune in. Ein Projekt zur diversitätssensiblen und geschlechtergerechten Technikvermittlung für Kinder und Jugendliche im Bereich Akustik und Elektrotechnik. Wow.